Hallo, hier bin ich wieder, Sabrina, 11 Jahre und aus Berlin. Heute bin ich hier in Berlin und es hat geschneit. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, diesen interessanten, eiskalten, aber warmherzigen Mann zu treffen. Hallo, Herr Schneemann. Snow, snow, snow. Hallo, Sabrina. It's ice to meet you. Tolles Wetter, oder? Mir ist so schön kalt. Oh ja, ganz schön kalt. Neulich war ich in Reutlingen und habe mit Cornelius ein Interview gemacht. Kennst du Cornelius? Ja klar, natürlich kenne ich Cornelius. Jeder Schneemann, egal wie lange er friert, wie schnell er schwitzt und schmilzt, kennt Cornelius. Er ist vielleicht der bedeutendste Freund der Schneemänner und er hat die größte Sammlung in der Welt. Okay, leider nicht von echten, dauerhaft haltbaren, aber von Nachbildungen von Schneemännern. Stimmt, über 3000 Schneemänner hat er. Damit steht er im Guinness-Buch der Rekorde. Aber er hat noch mehr vor. Er plant gerade einen Welttag des Schneemanns. Was hältst du davon? Hast du davon gehört? Snow, snow, snow. Eine tolle Idee. Jetzt ist jedes Jahr am 18. Januar der Ehrentag aller Schneemänner. Finde ich gut. Denn uns kennt man besser als die meisten Politiker, Nobelpreisträger oder Komponisten. Kinder und Erwachsene kennen uns. Überall auf der Welt. Sogar in Ländern, die Schnee nur aus Erzählungen kennen. Und ganz egal welche Religion, ist uns egal. Auch egal welche Politik, wir halten uns raus. Wir sind nicht rot, blau, gelb oder schwarz, auch nicht bei den Grauen. Snow, 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 wir sind die Weißen. Ach ja, du sagtest vorhin warmherzig. Nun ja, wir wärmen die Herzen. Uns kennt man als sympathisch. Warum dann nicht auch solch ein Welttag? Das Wichtigste steht ja im Internet auf www.welttagdesschneemanns.de. Was wünschst du dir zu eurem Ehrentag? Stimmt, Sabrina, klar. Im Internet, denn da wird der Winternet. Snow, snow, snow. Auf der Webseite, bei Twitter unter World Day, bei Facebook mit der Gruppe Welttag des Schneemanns. Na, ich wünsche mir, Hauptsache viele erfahren davon. Viele sagen es weiter und dann sollen ganz, ganz viele mitmachen. Egal ob einfache oder originelle Ideen, ob allein, zu zweit oder als Gruppe. Ob im Norden mit Schnee, im Süden mit Sand, ob in westlichen oder fröstlichen Regionen, snow, snow, snow. Es soll doch einfach Spaß machen. Warum eigentlich? Was hast du, besser gesagt, was habt ihr Schneemänner davon? Na, weil wir das alles sehen, zumindest wenn die Aktionen alle ins Internet gestellt werden. Wir sehen das online, wir sind doch nicht von gestern. Was habe ich gesagt? Es heißt doch Winternet, snow, snow, snow. Und außerdem, vielleicht haben manche Aktionen, zum Beispiel die Wettbewerbe, auch nur einen guten Zweck. Vielleicht gegen die Klimaerwärmung, die gefährdet uns ja auch. Oder als Hilfe für Waisenhäuser in Ländern, in denen die Kinder leider niemals einen echten Schneemann erleben werden. Egal, es lohnt sich. Geht klar, ich sag's weiter und mach beim Welttag des Schneemanns mit. Dir vielen Dank, lieber Schneemann. Danke dir, Sabrina. It was ice to meet you. Hat Spaß gemacht. Und euch macht der Welttag des Schneemanns sicher auch Spaß. Denkt dran, am 18. Januar. Tschüss, auf ein schneereiches Wiederfrieren und baut mich bald wieder. Tschüss und bis dann.